Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier von mir. Ihr habt wahrscheinlich schon sehr lange kein Video mehr von mir gesehen und ich wollte hier mit dem Video einmal erklären, warum ich in den letzten Wochen bzw. in den letzten Monaten nicht so viel hochgeladen habe und teilweise auch auf Twitch eine Pause gemacht habe von 1 bis 2 Wochen oder sowas und dann mal wieder gestreamt habe. Dann war ich mal wieder über Weihnachten irgendwie 4 Tage nicht mehr live und das seid ihr einfach nicht gewohnt von mir. Ich war normalerweise immer ziemlich aktiv, habe in der Woche mindestens 3 oder 4 Videos hochgeladen und ich war auch mindestens ungefähr 6 Mal oder mindestens 5 Mal in der Woche live und das eigentlich immer um 17 Uhr und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, in letzter Zeit war das nicht mehr so und ja, ich wollte einmal mal erklären, warum das der Fall gewesen ist. Zu Vanguard Release habe ich ja ein Video direkt gemacht, am 5.11. ist Vanguard rausgekommen, da habe ich direkt ein Video gemacht, am 6.11. auch, am 7.11. auch, also da war ich wirklich ziemlich motiviert und wollte wirklich durchziehen mit Vanguard, weil ich persönlich auch gehypt war auf das neue Call of Duty. Ich bin immer ziemlich gehypt und ja, der Hype war auch ziemlich groß bei mir zu Anfang und dann ist der wirklich ganz, ganz schnell wieder abgeflacht in Vanguard. Dann habe ich seit dem 7.11. kein Video mehr gemacht. Das nächste Video, was kam, war am 20.12. und das war ein Meta-Video. Und ja, seitdem habe ich dann wieder keine Videos gemacht. Wir haben heute den 17.01. Und das Ganze lag einfach daran, dass Call of Duty auch meiner Meinung nach einfach abgestürzt ist. Call of Duty konnte einfach nicht mehr das halten, was sie davor im Jahr getan haben. Also den Hype aufrechterhalten. Sie konnten kein gutes Call of Duty mehr rausbringen. Bei Vanguard hat man ja auch ganz schnell gemerkt, es ist einfach kein gutes Call of Duty, was viele Leute zocken möchten, was irgendwie einen Hype hat oder sowas. Da bin ich irgendwie sozusagen in ein Loch gefallen. Ich hatte keine Motivation mehr, weil mir Vanguard dann persönlich nicht mehr so gefallen hat. Und dann kam ja auch später dann die neue Map raus. Die neue Warzone-Map kam raus. Zum Release von der neuen Warzone-Map habe ich dann einfach Fortnite gezockt, weil es war kein Hype da und es hat mir alles nicht gefallen, was sie da gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich persönlich fand das einfach nur riesengroße Scheiße. Ich fand das, was die gemacht haben, einfach riesengroße Scheiße. Die neue Map, wo wirklich schon viele drauf gewartet haben, auf eine neue Map. Nach 2 Jahren, glaube ich, oder nach 1,5 oder 2 Jahren, kommt dann eine neue Map raus, wo wir schon Ewigkeiten drauf warten. Und es ist Caldera und ich weiß nicht, also hat mir zu Anfang wirklich nicht so viel gefallen. Gefällt mir immer noch nicht. Ich persönlich finde Verdansk immer noch besser als Caldera, weil Caldera ist einfach eine Map. Du hast so viele Bugs erstens, unendlich viele Fehler irgendwie im Spiel, was einfach das Spielerlebnis zerstört. Dann hast du überall Büsche und Pflanzen und alles Mögliche, wo du einfach die Gegner dann nicht siehst. Das fuckt viele Leute ab, mich fuckt es auch ein bisschen ab natürlich. Und es sind einfach so viele Dinge, die nicht richtig laufen. Loadout kommt erst sehr, sehr spät. Und beim Vulkan gibt es eine riesengroße freie Fläche, wo einfach nichts ist. Du läufst da lang und du könntest theoretisch gesehen von überall abgeschossen werden. Und ich frage mich, wozu ist diese freie Fläche da? Die Map an sich ist einfach nicht gut, meiner Meinung nach. Ich finde die Map einfach so, wie sie ist, nicht gut. Natürlich kann man sie besser machen, wenn man diese Bugs beheben würde, wenn man vielleicht die Büsche rausnehmen würde oder sowas oder weniger Pflanzen und dass man die Gegner einfach ein bisschen besser sieht. Dann gibt es unendlich viele Hacker, trotzdem Anti-Cheat-System gibt es unendlich viele Hacker in Warzone. Das fuckt auch nochmal zusätzlich ab, wenn man kein VPN spielt. Wenn man VPN spielt, hat man natürlich weniger Hacker, das ist dann deutlich angenehmer. Ich persönlich habe ja auch viel Solos auf Verdansk gespielt und dann habe ich Solos auf Caldera gespielt. Und das kannst du dir dann wirklich eigentlich fast gar nicht mehr geben, weil teilweise hast du natürlich gute Runden, teilweise macht es natürlich auch Spaß, aber sehr oft ist es einfach so, dass du rumläufst und läufst und läufst und siehst einfach keinen Gegner und du denkst dir, du könntest quasi in der Runde einfach einschlafen. Dieses Gefühl habe ich und wie ihr alle auch mitbekommen habt, in letzter Zeit haben sehr viele auch deutsche Content Creator wie Kaiser hat auch ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Das geht ungefähr 35 Minuten, wo er den momentanen Status von Warzone kritisiert und ich kann in allen Punkten zustimmen. Sehr, sehr gutes Video. Falls ihr euch das Video anschauen wollt, könnt ihr gerne
in der Beschreibung auf den Link klicken. Und das ist einfach das Problem gewesen, warum ich persönlich auch keine Videos mehr gemacht habe, weil ich auch selber sehr unmotiviert war und dann auch teilweise überlegt habe, ob ich nicht einfach aufhöre mit YouTube und mit Twitch. Ich habe überlegt, ja, ist das denn das Richtige? Sehe ich mich da denn? Und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das liegt auch daran, dass Call of Duty momentan am Tiefpunkt ist. Ich denke mal, da können mir sehr viele von euch auch zustimmen, dass Call of Duty momentan am absoluten Tiefpunkt ist. Ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze bessert. Ich habe da wirklich aber nicht sehr große Hoffnungen drin. Mal sehen, was kommt. Ich freue mich trotzdem natürlich immer auf neue Sachen, auf neue Updates und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt in keinster Weise irgendwie gehypt oder sowas oder was auch immer. Ich habe natürlich Spaß momentan. Ich versuche das Beste draus zu machen aus der momentanen Situation. Ich werde jetzt auch weiter livestreamen, weil ich in den letzten Tagen auch wieder irgendwie Motivation gefunden habe. Mir macht das alles ein bisschen mehr Spaß wieder. Ich habe jetzt wieder Gold freigeschaltet auf der STG, auf der Wellgun und irgendwie macht es mir persönlich wieder Spaß in letzter Zeit. Aber nichtsdestotrotz gibt es unendlich viele Punkte, die in Call of Duty und in Warzone verbessert werden. Und ja, ich wollte euch nur mal Bescheid geben, wie gesagt, warum ich jetzt hier nicht live gewesen bin, fehlende Motivation und habe das Ganze hinterfragt. Jetzt sieht es bei mir so aus, als ob ich wieder Motivation gefunden habe. Ich bin jetzt wieder seit einiger Zeit täglich wieder live. Ich bin heute auch wieder live, wahrscheinlich so um 13 Uhr. Eher, vielleicht 12.30 Uhr, 13 Uhr, werde ich heute wieder live gehen und wir werden Warzone spielen. Und wenn ich dann in der nächsten Zeit einfach keinen Bock mehr auf Call of Duty habe, was eventuell der Fall sein könnte, wenn sich das Ganze nicht bessert und wenn ich dann mal wieder gebrochen bin von Warzone, dann werde ich auch andere Spiele spielen. Ich wollte sowieso auch andere Spiele spielen im Stream. Und das nächste Spiel, was ich höchstwahrscheinlich im Stream spielen werde, wird Dying Light 2 sein. Das sah auch wirklich ziemlich gut aus, haben wir uns zusammen im Stream angeschaut, den Trailer. Und das kommt Anfang Februar raus. Ja, Leute, ich möchte aber jetzt auch hier weiterhin durchziehen mit Videos auf diesem Kanal. Und ich wollte euch nochmal Bescheid geben, wie das jetzt aussehen wird. Ich werde weiterhin Call of Duty Videos bringen natürlich. Ich versuche, wie gesagt, einfach das Beste aus der Situation zu machen. Und ich werde auch wahrscheinlich wieder fast täglich live sein. Ich hoffe, ich bleibe lange genug motiviert. Ich hoffe, ihr habt auch Lust darauf und ihr wisst Bescheid, was jetzt hier abgeht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen und eventuell über ein Abo, falls ihr neu seid. Wir sehen uns dann im Stream oder dann im nächsten Video, Leute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein und ciao.